So Leute, hier Clemens und mal schauen, wer hier so aus der Region dabei ist. Ich bin aus Ummendorf bei Biberach an der Riß. Wenn ihr mir kurz mal Bescheid gebt, woher ihr kommt, dann sind wir alle up to date und schauen, wie es hier losgeht. So, heute die erste Stunde und wir werden heute etwas ganz basic behaftetes machen, und zwar eure Gitarre stimmen. Hier, ich bin hier mit diesem Clip-Tuner unterwegs. Ich finde es eine geile Sache. Ihr könnt natürlich auch auf dem Handy den normalen App-Tuner nehmen, zum Beispiel Guitar Tune, also Fender Tune. Es gibt auch noch weitere Gitarren-Apps, aber die funktionieren alle nach dem gleichen Schema. Du hast einfach eine Anzeige und hier können wir mal schauen, ob wir das hier... Ach, okay. Ja, dann schauen wir das mal hier an der Gitarre an. So, gehen wir mal runter und tun mal hier herzoomen. Das funktioniert ja hier genial mit Facebook Live. Also ihr habt jetzt hier mal ich hoffe man kann es erkennen ihr habt hier eine Anzeige mit hier einmal die Mitte, einmal die Mitte hier, dann geht es hier überhalb, ist erhöht und hier erniedrigt. Also du hast einmal hier Sharp und einmal hier B Flat. So, das bedeutet, wir müssen hier mit unseren Saiten müssen wir immer hier pro Saite in die Mitte einstellen und dann wird dieses Teil grün und dann sind wir richtig. So, am Anfang hast du wahrscheinlich die Gitarre etwas verstimmt, etwas sehr verstimmt. Wenn die Saiten sehr neu sind, dann ist es natürlich als Anfänger sehr schwierig festzustellen, wo du jetzt hier in der Tonrange bist. Also wenn das wird bei dir wahrscheinlich entweder zwei Töne unterhalb sein oder drei Töne überhalb, es kann alles sein. Wichtig ist, dass du dann am Anfang erstmal einmal eine richtige Stimmung von einer Gitarre hörst und dann diese Gitarre nach dir ungefähr ausrichtest und dann fängst du an erstmal mit dem Stimmüben. So, und du kannst das Ganze auch natürlich am Klavier, wenn du ein Klavier zu Hause hast, kannst du natürlich diese ganze Töne auch auf dem Klavier suchen, genau, also nach den zwei schwarzen Tasten folgt ein E, da muss man natürlich die richtige Oktavlage noch finden, aber das geht natürlich auch mit normaler Oktav, mit der Oktavlage vom Klavier, genau, und dann ist halt die dritte weiße Taste. Also dir nach den zwei schwarzen Tasten ist E, dann kommt genau, dann musst du halt A und so weiter, aber da brauchst du ein bisschen mehr Erfahrung mit den ganzen Tönen, mit der Harmonielehre etwas. Deswegen würde ich sagen, erstmal die Töne. Also ich mach mal hier dir, da haben wir einmal ein E. Die sechste Saite, die fünfte Saite, haben wir ein A. Also ruhig mal auf diese Töne einstimmen. Dann kann man ein D.
Dann haben wir ein G. Dann haben wir ein B oder H. Und dann haben wir ein E. Das stimme ich jetzt hier noch ein bisschen nach. So. Dann würde ich vorschlagen, du machst mal hier so, dass du jetzt hier dieses... Mal schauen, ob wir das andersrum noch kriegen. Ah, sehr geil. So ist perfekt. Also genau, ist das spiegelverkehrt, aber müsst ihr euch anders denken. So, also jetzt haben wir hier einmal Mitte. Dann geht er einfach mal hier runter. Dann habt ihr hier unterhalb E, vor E, kommt er das D. Genau, hier seht ihr. So, dann gehen wir wieder hoch. Dann kommt S, der Halbton tiefer vom E. Das sind die Töne unterhalb vom E. Dann dreht er immer weiter hoch. Und wichtig ist, am Anfang erstmal hier diese Seite anschlagen, klingen lassen, dann abstoppen mit der rechten Hand. Dann habt ihr jetzt mal die Seite so verstimmt. So, ihr seid jetzt beim E unterhalb der Mitte. So, und immer erst grob stimmen. Und jetzt, wenn ihr da kurz vor dem E seid, so, dann einfach mal wieder aufhören, nicht ständig, sonst wird das Gerät irritiert. Dann bekommt ihr keine richtige Stimmlösung raus. Und wenn ihr es anschlägt, dann ist es jetzt kurz davor. Dann macht ihr da immer kleinere Schritte, also vom Drehen immer kleiner, so, bis es dann auf die E-Seite kommt und dann stimmt die Seite. So, das könnt ihr bei A auch nochmal üben, wenn jetzt hier, jetzt machen wir mal hier überhalb A, das ist jetzt höher, so. So, das sind wir jetzt bei B, jetzt machen wir unterhalb, ist wieder hier bei A. So, dann wieder grob stellen, so, und jetzt ganz fein noch und immer wieder aufhören, immer wieder zwischenrein aufhören, dann wieder anschlagen. Dann wieder anschlagen, so, bis die Seite stimmt. Dann sind wir hier auf A. So, jetzt stimmt die E-Seite, die A-Seite. So, die D-Seite stimmt natürlich auch, weil wir sie vorhin gestimmt haben. Dann machst du jetzt wieder runter. Dann stimmst du wieder grob. Grob einmal hoch. Das ist Ausgang. So. Einmal hier hoch. So. Und dann wieder langsam rantasten. So, wie ihr schon sehr bemerkt habt, ihr müsst euch einfach sicher auch machen, dass ihr einmal zu euch her, nach rechts im Uhrzeigersinn, geht die Sache niedriger und nach links gegen Uhrzeigersinn geht höher, geht der Ton höher. So. So, die Verteilung ist hier E, A, D, dann hier unten, also jetzt im Uhrzeigersinn, sind die Seiten hier angeordnet, dann hier G, dann hier B und dann hier E. So,
Also für den Beginn müsst ihr einfach euch auswendig merken: einmal E, großes E, dickes E, A, D, G, B oder H und E. Ich sage immer B oder H, weil wir hier im Englischen haben wir ein B und im Deutschen steht das B für ein H. So, hier B oder H. Gut, dann gibt es jetzt nur die Möglichkeit, euch noch hier diesen Clip-Tuner zu empfehlen. Ich finde den ganz gut. Clip-Tuner Giva, genau, Clip 2. Und den benutze ich gern. Also der geht rein nur auf Vibrationsabnahme hier von der Kopfplatte. Und es gibt natürlich auch noch auf akustisch, die nur über das akustische Signal gibt es auch mit Batterie, kann man dann quasi akustisch den Ton abnehmen und dann auch wieder mit dieser Anzeige, die ist ähnlich, immer wieder einstellen. Aber wenn man halt im Live-Einsatz ist mit der Band oder auf Konzerte oder im eigenen Rahmen, wenn man irgendwie Musik nebenher hört oder spricht, mit jemand spricht, dann ist es natürlich sehr, sehr irritierend für das Gerät, wenn das nur auf akustische Signale reagiert. Somit könnt ihr hier ganz einfach diesen auf Vibrationsabnahme getrimmten Tuner zurückgreifen, dann ist perfekt. Dann gibt es die App, was ich gesagt habe, also Fender Tune, oder es gibt auch noch bestimmte andere Apps, müsst ihr euch einfach mal in eurem Play Store oder App Store einfach mal durchschauen, was da für euch eine gute Stimm-App ist. Allerdings ist es auch wieder auf akustische Stimmung, somit dass halt wieder viele Geräuschirritationen aus der Umgebung natürlich damit einwirken und euer Ergebnis im schlimmsten Fall verfälschen und ihr weniger schnell an euer Stimmziel kommt. Gut, also ich hoffe, dass ihr jetzt die Gitarre gut stimmen könnt und lasst mir doch mal ein Feedback da, wie euch dieses Video gefallen hat und ob ihr euch jetzt schön stimmen könnt und was ihr euch noch für Videos von mir wünscht zum Thema Basic-Gitarre, Lagerfeuer, Cool-Song-Gitarre. Oder was ihr vielleicht auch in Zukunft für cool Songs spielen lernen können wollt. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video, euer Online-Coach hier in Facebook, YouTube. Ihr könnt meinen Kanal auf YouTube auch erreichen unter Clemens Kronmeier, Clemens mit C, Kronmeier, G wie Gustav, Meier mit AY. Da bin ich auch zu finden unter einem Coaching-Kanal, wo jede Woche ein neues Video kommt. Da könnt ihr immer mal reinschauen, wenn ihr up-to-date sein wollt. Drückt einfach die Glocke und abonniert den Kanal. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst kein neues Video von mir. Und wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Like da. Es würde mich sehr freuen. Und empfehlt mich weiter. Ich habe auch noch eine Webseite www.clemenskronmeier.de. Da habe ich auch Informationen zu meinen Coaching-Programmen, zu meinen Cool-Song-Coaching-Programmen über bestimmte Monats-,
Zahlen. Es geht von 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate Coaching. Ich habe dort Coaching-Pakete, die könnt ihr buchen bei mir, wenn euch diese Gratis-Videos auch gefallen und ihr wirklich eine personalisierte Betreuung haben wollt und pro Woche einmal oder im Intensivprogramm zweimal die Woche von mir gecoacht werdet und dann einfach auf dem besten Weg zu einem tollen Gitarristen seid. Und ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ich euch innerhalb von 10 Mal von einem absoluten Anfänger zu einem fortgeschrittenen, leicht fortgeschrittenen Gitarristen mache. Und wie gesagt, ich habe das auch schon durch verschiedene Coachings bewiesen. Meine Kunden sind sehr begeistert. Könnt euch auch mal die Tutorials anschauen, die Testimonials meine ich auf meiner Webseite. Und ja, dann überzeugt euch selber, schaut nach, was die Schüler so erreicht haben, meine Klienten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann, euer Clemens. Ciao.